Leute, so muss doch mal ein Intro aussehen. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play eines nicht mehr ganz so taufrischen Spiels. Wir sind jetzt in echt gerade im Saisonfinale der Formel 1 2016 zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe, ja, wie man sieht, Formel 1 2012 mal ausgegraben. Ich habe es noch nie so richtig intensiv gespielt, aber dafür habe ich jetzt gerade umso mehr Lust und das vertreibt mir auch so ein bisschen, hoppala, nicht nochmal von vorne. Und das vertreibt mir auch so ein bisschen die Zeit während der Winterpause. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin hier schon mal in die Karriere rein und hab den Young Drivers Test gemacht. Das ist nichts anderes als ein Tutorial. Damit konnte ich die Karriere freischalten und die werde ich auch spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schauplätze das da waren. Ich schätze mal so auf ungefähr 20. Ich plane jetzt derzeit so vielleicht pro Woche 2 hochzuladen. Das hier überspringe ich. Die Saison-Challenge, das sind irgendwie 10... Keine Ahnung, das wurde so komisch beschrieben mit 10 Rennen und irgendwas mit 5. Und nach 3 Rennen muss man irgendeinen Rivalen schlagen, irgendwie sowas. Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn, dann schon die richtige Karriere. Und bevor ich damit anfange, wollte ich noch meine Rechnung, die ich aufgestellt habe, zum Besten geben. Also erstmal Gratulation, dass du zuguckst, denn rein rechnerisch dürftest du der Zuschauer sein, der mich guckt. Wenn man jetzt nämlich mal, und jetzt aufpassen, wenn man jetzt die Wurzel nimmt, der Summe aller Motorsportfans potenziert mit der Anzahl meiner Abonnenten, dann kommt ungefähr eine halbe Person raus. Insofern, seid tapfer, ja. Ich bin froh, dass das hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, denn... Also mein Formel-1-Wissen ist so eine solide Grundlage, das ist okay. Aber meine Fertigkeiten in dem Spiel, also ich stelle mich aufs Kiesbett ein. Ich habe da nicht allzu hohe Erwartungen. Aber gucken wir einfach mal. So, was können wir denn jetzt hier machen? Ah, wir suchen uns ein Team aus. Ich habe im Young Drivers Test McLaren genommen, aber das scheint jetzt hier keine Rolle mehr zu spielen. Jetzt bin ich noch weiter unten gelandet. Da hatte man die Wahl zwischen Red Bull, die zu dem Zeitpunkt ganz vorne waren, oder Ferrari oder McLaren. Und da habe ich mal ganz bescheiden McLaren genommen. Aber ja, hier sind eher noch so kleinere. Tja, keine Ahnung. Force India fand ich immer ganz nett. Können wir vielleicht mal das machen. Willkommen in der Karrierezentrale. In diesem Bildschirm kannst du deine Karriere verwalten und Informationen zur Saison anzeigen. Sehen wir uns ein wenig um. Dies ist das Menü der Zentrale. Wenn du durch das Menü navigierst, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert. Wenn eine Option besondere Beachtung erfordert, wird sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Oben im Bildschirm findest du den Rennkalender. Dir wird auffallen, dass einige Rennen mit Symbolen gekennzeichnet sind. Diese weisen darauf hin, dass an diesem Wochenende etwas Besonderes passiert. Du kannst über den Kalender eine Kursübersicht zu einer Strecke aufrufen, die weitere Informationen enthält. Das E-Mail-System versorgt dich während der ganzen Saison mit wichtigen Informationen. Du solltest es also unbedingt regelmäßig aufrufen. Das sind die wichtigsten Funktionen der Karrierezentrale. Sieh dich hier unbedingt um, bevor du auf die Strecke hinausfährst. Ja, das kann ja nur kompliziert werden. Okay, dann gucken wir mal direkt in die E-Mails. Ich sehe, sie haben mir das Fail weggelassen, weil das mein Nachname ist. Ich heiße hier also jetzt Spielsatz. Werde also mit Vornamen angesprochen sozusagen. Ja, was ist denn jetzt hier die neueste und was ist die älteste Mail? Sind alle vom 16. März. Dann fangen wir hier an. Spielsatz, willkommen bei Force India. Wir freuen uns, dass du dich für uns entschieden hast. Wir glauben, dass wir nach der harten Arbeit in den Wintertests eine realistische Chance haben, das Team in dieser Saison einen Schritt nach vorne zu führen. In diesem Jahr erwarten wir von dir, dass du am Ende nicht weniger als den 12. Platz in der Gesamtwertung belegst. Ja, das Fahrerfeld besteht immer so aus 20, 22. Ich weiß nicht, ob es da jetzt 2012 gerade noch 24 waren. Also irgendwas zwischen 20 und 24 Fahrern, also der 12. ist schon, ja, muss man erstmal schaffen mit einem kleinen Team. Mal schauen. Über alles Weitere wirst du bei Bedarf von Mark informiert.
Vijay Malia, okay. Typisch indisch. So, das ist Robert Peterson, der mir schreibt. Willkommen im Teamspielsatz. Mein Name ist Robert Peterson und ich bin zu Hause im Werk für die Computerdaten zuständig. Wir stellen nach jedem Rennen Performance-Daten zusammen, die wir dann an unsere Fahrer schicken. Anhand dieser Daten kannst du sehen, wie deine Leistung im Rennen war. Vielen Dank, Robert. Okay. So, Helena schreibt mir. Herzlich willkommen in der Welt der Formel 1. Ich hoffe, du fühlst dich bei Force India wohl. Ich bin in dieser Saison sowohl deine Managerin als auch deine persönliche Assistentin. Ich kümmere mich um die rechtliche Seite deines Fahrerengagements und gebe dir Tipps, wie du deine Karriere voranbringen kannst. Außerdem bin ich zuständig für deinen Auftritt in den Medien und ich schicke dir Presseausschnitte zu den wichtigsten Themen. Keine Sorge, du musst dich um nichts kümmern. Das ist sehr gut. Alles, was außerhalb des Cockpits passiert, fällt in meinen Aufgabenbereich. So kannst du dich ganz darauf konzentrieren, dein fahrerisches Können unter Beweis zu stellen. Ich wünsche dir viel Erfolg an diesem Wochenende. Bis später, Helena. So, hier sind zwei von Mark. Willkommen bei Force India. Ich wollte dir nur kurz mitteilen, dass ich dir vor jedem Event eine E-Mail mit nützlichen Informationen schicke. Dazu gehören beispielsweise deine Vorgaben für das Wochenende sowie der aktuelle Wetterbericht. In den Vorgaben nennen wir dir eine Endplatzierung, die wir von dir sehen möchten. Hat man ja in der anderen Mail schon gesehen. Möglicherweise wird dein Rennziel jedoch abhängig von deiner Leistung im Qualifying korrigiert. Wundere dich also nicht, wenn vor dem Rennen am Sonntag eine neue Vorgabe angezeigt wird. Viele Grüße, Marc. Gutes Stichwort mit dem Qualifying. Ich werde es so machen, dass ich hier in der ersten Folge ein bisschen Training fahre. Das fängt ja auch mit Melbourne an, hat man schon gesehen, also Australien. Für alle die, die ungefähr so geografisch so begabt sind wie ich. Ja, Melbourne, Australien. Da bin ich schon ein paar Runden gefahren, aber natürlich nicht besonders gut, aber zumindest kenne ich die Strecke schon, also dürfte mit dem Training einigermaßen klappen. Das hat auch dankbare Kurven, also das ist alles nicht ganz so schlimm. Ja, und dann kommt man ja ins Qualifying, da gibt es immer Q1 bis Q3. Das erkläre ich dann alles noch, das mache ich auch noch in diese Folge rein. Und das Rennen selbst werde ich dann in der nächsten Folge machen. Und zukünftig ist mein Plan, dass ich immer so das erfolgreichste Qualifying, sprich wie weit ich im Qualifying gekommen bin, mit dem Rennen selbst zusammen in eine Folge packe, damit das alles nicht so super lang wird. Also die erste Folge ist jetzt natürlich auch noch mehr mit Erklären und alles. Okay, was schreibt Marc noch? Ach so, das ist die Runde. Okay, das Wochenende ist komplett sonnig. Das ist nämlich auch der Unterschied zur Saison-Challenge. Die hat kein dynamisches Wetter und im Karrieremodus hat man auch dynamisches Wetter. Also jetzt ist zwar die Vorhersage sonnig und wir sind in Australien, da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Aber ansonsten würde ich sagen, da sind dann eben auch mal so Sachen dabei, so und so viel Wahrscheinlichkeit Regen und dann kann jederzeit was passieren. Das haben sie schon ganz gut gemacht und man sieht ja auch, das ist hier alles sehr ausführlich und sehr auf Realismus getrimmt. So, jetzt gucken wir mal. So, hier haben wir angefangen. Unser Teampartner ist Paul Di Resta. Alles klar. Gibt's hier News? Ja, vielleicht nehme ich das als Stichwort, was da steht. Selbst bei einem schlechten Start. Noch kurz zur Erklärung. Also in diesem Young Drivers Test war ich sehr ehrgeizig und wollte unbedingt erstmal alles so gut wie möglich machen. Da gab es auch schon irgendwo eine Goldmedaille zu holen, die ich dann irgendwann geschafft habe. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist nicht ohne. Und für die Karriere muss ich mir das natürlich abschminken. Ich starte jetzt mit einem kleinen Team und die geben mir eben die Vorgabe 12. Da bin ich schon super dankbar, wenn ich das alles irgendwie schaffe. Aber naja, im Endeffekt, Hauptsache man ist mit sich selbst ein bisschen zufrieden. Aber man merkt ganz schnell, wie empfindlich so ein Formel-1-Wagen ist, wie schnell der ins Schlittern kommt und so. Also ich muss da wirklich vorsichtig rangehen. Ich hoffe, das gelingt mir. Was gibt's hier? Ja, im Übrigen, 2012 war so die Zeit, da müsste Vettel gerade, tja, ich weiß es nicht mehr so genau, das zweite Mal Weltmeister geworden sein oder erst das erste Mal? Naja, auf jeden Fall war er da ganz oben gerade. Und Red Bull war auch ganz oben. Ach, hier steht's ja, er hat den Fahrertitel verteidigt, also dann war es mindestens das zweite Mal. Okay, die Antwort kennen wir schon, ob die Dominanz gebrochen werden kann. Ja, ich tippe auf Letzteres, ich werde ein paar Rennen brauchen. So, hier werde ich begrüßt, okay. Ach, das ist ein Typ, okay. Sah aus wie ein Frauenname.
Gut, so viel dazu. Was gibt's hier? Okay, ich soll... Ja, ich soll auf die 12 kommen. Aber eigentlich dürfte ich ja noch nicht auf der 12 sein. Ich muss ja überhaupt noch trainieren und alles. Oder ist das der aktuelle WM-Stand? Den kann es ja eigentlich auch noch nicht geben, weil die WM ja erst startet. Naja. Vielleicht nochmal kurz zu den Renneinstellungen. Ach ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Die habe ich noch nicht getroffen. Ich bin vorher in die Optionen rein. Und was ich da alles eingestellt habe, erkläre ich noch. Hier hat man also die Wahl zwischen einem kurzen Wochenende mit Blitz-Qualifying. Das scheint dann sehr schnell zu gehen. Ein kurzes Wochenende mit dem kompletten Qualifying. Das würde ich bevorzugen. Und das würde ich nicht wählen, weil... langes Wochenende bedeutet, ich glaube, da liegt der Unterschied darin, dass man einfach wirklich die komplette Renndistanz fährt und ich will hier nicht 50 bis 70 Runden fahren, da dauert die Folge auch ewig. Also wir machen genau dieses hier, wir machen ein ausführliches Qualifying, aber das Rennen wird dann im Optimalfall auf 20 Runden oder so beschränkt. Ach, hier kann ich das einstellen, okay. Schwierig, ja. 25%. Ist fast ein bisschen zu wenig. Aber wir starten erstmal mit 25% und dann gucken wir, ob wir das erhöhen. Die Folge heute hat das Rennen sowieso noch nicht drin. Aber schauen wir mal. Genau. Kamera bevorzuge ich sowieso. Die TV-Kamera ist schon eingestellt. Erkläre ich gleich, wenn wir auf der Strecke sind. Schwierigkeitsgrad habe ich den zweiten genommen. Also nicht ganz leicht, aber auch wirklich keine große Herausforderung, weil ich werde schon genug mit dem Wagen zu kämpfen haben. So. Bremshilfe auf jeden Fall aus, sonst bremst er mir die Kurven sowas von ab, dass ich überhaupt nicht vorankomme. ABS muss ich leider eingeschaltet lassen, ist immer noch schwer genug, wenn man ins Schlingern kommt. Das schalte ich auch ein, die Traktionskontrolle. Die Ideallinie lasse ich nur in Kurven, ist klar. Ich will ja nicht auf der Geraden sehen, wo ich langfahren muss oder wie schnell ich fahren muss, weil da fahre ich sowieso geradeaus und schnell. Rest dürfte klar sein. Ich spiele übrigens mit einem 360er-Controller. So, Boxenstopp heißt, dass er mich da automatisch reinleitet und das dann alles von selbst passiert, soweit ich weiß. Flaggen kenne ich zwar, aber im Eifer des Gefechts ist es dann vielleicht doch zu viel, wenn man es nicht reduziert. Schaden auf jeden Fall nur optisch, sonst gehe ich völlig unter. Und das, dieser KI-Schwierigkeitsgrad, der müsste sich eigentlich doppeln mit dem, was da oben stand, mit dem Schwierigkeitsgrad. Sprich, Mittel ist der zweite und hier ist Amateur der erste und Fortgeschritten der zweite. Rückblenden lasse ich bei 3. Ich hoffe, ich muss so wenig wie möglich benutzen, aber... Naja, ich weiß nicht. Schauen wir mal. So. Wo starten wir denn jetzt? Starten wir jetzt hier? Eigentlich schon, ne? Ja. Dann starten wir jetzt hier. Nee. Da. So. So, lange Formel-1-Saison steht bevor. Aha. Ich hoffe, ich darf das zu Ende lesen. Die neue Formel-1-Saison steht bevor und wir freuen uns auf einen Rennkalender mit 20 Rennen. Genau. Rund um die Welt. Selbst bei einem schlechten Start in die Saison muss kein Team den Fahrer- oder Konstrukteurstitel abschreiben. Alle haben genügend Zeit, um Änderungen vorzunehmen und das Blatt zu wenden. Stand schon irgendwo. Fällt mir gerade auf. Ach, das habe ich ja alles schon gelesen. So. Ja. Hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Okay. Was? Wir sind im Qualifying? Ach du Schreck. Oh nein. Gut, dann gilt das mit dem 12. vielleicht. Hallo, herzlich willkommen in der Garage. Ich führe dich ein wenig herum. Auf dem Bordmonitor findest du wichtige Informationen zum Rennwochenende. Es gibt hier viele interessante Daten, die du dir später näher ansehen solltest. Wenn du auf die Strecke rausfahren, Sessions überspringen oder die Ziele für die Session erfahren möchtest, musst du nur Bescheid sagen. Okay, also was haben wir denn hier? Wir haben direkten Vergleich mit dem Teamkollegen, das spare ich mir mal. Reifen hoffe ich, dass sie für mich vorgegeben werden. Man hat hier so ein Schnellsetup. Da wir jetzt wissen, dass es trocken ist, würde ich hier direkt so ein bisschen oder schon sehr stark Richtung trocken gehen. Vielleicht so. Aber eigentlich wollte ich mal hier noch in der Mitte gucken. Also, hier kann man sehen, wir sind im Q1 Qualifying. Da fahren noch alle Fahrer. Kann ich jetzt gerade nicht auswählen, aber das sind jetzt eben 20, 22, 24 Fahrer.
Und irgendwie fliegen immer die letzten 5 raus oder so. Ich habe jetzt noch knapp 19 Minuten, das heißt, ich darf es jetzt auch nicht verquatschen. Hier kann ich mir so ein bisschen das Wetter angucken. Und Forschung und Entwicklung. Ja, das geht alles irgendwie sehr ins Detail. Das ist mir dann auch zu viel. Fahrzeug-Setup ist sehr kompliziert. Da kann man alles Mögliche einstellen. Das lasse ich einfach mal. Und was gab es hier noch? Hier kann ich direkt auf die Strecke. Ach je. Puh. Gehen wir einfach mal raus. Erklären kann ich immer noch. Fliegende Runde direkt. Also. Boah. Boah, ja. Gleich mal zu weit rausgefahren. So, jetzt sind die Reifen schmutzig. Jetzt muss ich tierisch aufpassen, dass ich mich nicht drehe. Rechne mit geringem Grip, bis sie wieder sauber sind. Ja, da sagt das mir auch schon. Ich meine, noch bin ich ja... Noch bin ich ja im fliegenden Start, aber trotzdem schlechte Voraussetzungen. Also, wir haben jetzt mal zu den Einstellungen. Wir haben jetzt die TV-Ansicht. Wir haben diese ganzen Perspektiven. Da habe ich sie mal schnell durchgeschaltet. Mehr Zeit habe ich ja auch nicht. Und das ist mir einfach die liebste. Also normalerweise in Rennspielen habe ich gerne die Rückansicht, aber da sieht mir der Wagen irgendwie zu murkelig aus. Ich hoffe übrigens, man kann mich gut verstehen. Ich habe jetzt mal den Ton so eingestellt, dass ich Musik und Effekte und Motor und so ein bisschen runtergeschraubt habe, aber man muss ja auch was hören. Und jetzt hoffe ich einfach, dass man mich noch genug hört. Ja, also die Sache ist die, so ein Formel-1-Wagen, der driftet ja nicht so wie jetzt ein Rallye-Wagen oder was. Deswegen ist es ganz passend, wenn man diese Perspektive hier nimmt. Ich finde, die kommt ganz gut. Direkt über dem Asphalt muss ich nicht fahren. Aber so möglichst nah dran möchte ich schon sein. So, was haben wir noch? Wir haben zwei Systeme in der Formel 1, die heißen DRS und KERS. DRS sehen wir da unten rechts. Mein Gott, das ist gar nicht so leicht nebenher zu erklären. Ich habe es jetzt auch noch nicht benutzt. Fangen wir mit DRS an. DRS ist eine Heckflügelverstellung. DRS bedeutet Drag Reduction System. Das heißt, man verringert den Luftwiderstand. Das zeige ich gleich mal auf der Geraden in einer anderen Perspektive. Normalerweise ist es beim Formel 1 Wagen so, dass man einen gewissen Anpressdruck braucht, damit man praktisch so gut wie möglich, ja, das war ja schon mal eine blöde Runde, so gut wie möglich wie auf Schienen fährt. Aber dann kann ich das jetzt mal zeigen, jetzt ist eh egal. So, der ist offen, der ist zu. Hat man gesehen. Nach der letzten Runde liegst du auf Platz 5. Sollte man sich auf jeden Fall nur auf Platz 5? Wow, na dann kann ich ja nicht meckern. Ich denke mal, im Q1 kann noch nicht so viel passieren. Da kriege ich es noch ganz gut hin und ich habe ja keinen fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrad oder so. Hat sich auf Platz 1 geschoben. Erste Startreihe. Ah, mein Teamkollege Platz 1, okay. Naja, jedenfalls, man sollte es sich auf keinen Fall leisten, DRS irgendwie in einer Kurve anzuschalten. Denn dann dreht es einen. Dann hat man eben nicht mehr diesen Anpressdruck. Und da man ja auf Slicks unterwegs ist, ja, rutscht man dann nur so über die Strecke. Also, wenn man mal eine Gerade hat, schaltet man DRS ein. Das macht man allerdings nach Belieben. Allerdings auch nur im Training und im Qualifying, denn normalerweise kriegt man DRS, ach, die fahren ja wirklich langsam, kriegt man DRS nur, wenn man an einem DRS-Messpunkt maximal eine Sekunde hinter dem Gegner ist. Und dann darf man auf der folgenden Geraden eben DRS aktivieren. Das dient also dazu, dass man hat ja weniger Luftwiderstand, dass man also besser überholen kann, damit das überhaupt möglich ist. Damit die Fahrer wenigstens eine Chance haben, irgendwie auf der Geraden dann an jemanden vorbeizuziehen. Das ist natürlich auch mal in Kurven möglich, aber normalerweise eben auch nicht so einfach. So, jetzt machen wir das mal. Jetzt machen wir hier DRS auf. Das blinkt dann da unten, sonst kann ich es ja nicht sehen in der Perspektive. Und hat er gerade was von KERS gesagt? Jedenfalls, da ist einer hinter mir, das sieht man an dem Pfeil. DRS, beziehungsweise der Heckflügel geht automatisch wieder zu, wenn ich bremse.
Wenn ich jetzt mit DRS in eine Kurve gehe, wo ich nicht bremse, dann habe ich ein Problem. Weil dann drehe ich mich garantiert. So. Jetzt kommen wir zu dem KERS. Das ist diese rote Batterie da. Das ist sozusagen mein Turbo Boost. KERS heißt Kinetic Energy. Das war nicht gut. Recovery System. sprich, ich kann Zusatz PS und zwar 7 Sekunden insgesamt pro Runde zuschalten. So, jetzt muss ich doch mal wieder mehr gucken. Du musst mindestens Platz 17 holen, um in die nächste Session zu kommen. Du brauchst eine schnelle Runde. Ja, das hier wird jedenfalls keine schnelle Runde mehr. So viel steht mal fest. Muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Boah. So, also die Kurve hier ist nicht ohne, habe ich inzwischen mal gelernt. Ach, jetzt habe ich auf die Anzeige geguckt. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Okay, das ist auch noch so ein Problem. Dass man hier eine Benzinmischung einstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob das im Qualifying schon geht. Ich habe jetzt zwar gerade schon genug Probleme, aber da die Runde eh schon wieder im Arsch ist, kann ich das mir auch gleich nochmal angucken auf der Geraden. Oh. Kann hier mit den am Digi-Kreuz des Controllers kann ich einstellen, ob ich eine magere oder eine fette Benzinmischung haben will. Die fette leistet natürlich mehr, aber dann verbraucht sich auch mehr. Und dann reicht es eventuell nicht mehr für alle Runden. So, jetzt sagt er mir auch schon den Zustand meines Autos an. Die Reifen waren sogar noch erstaunlich gut. Also die sind noch nicht ganz dunkel geworden. Aber er besteht jetzt auf einen Boxenstopp. Dann machen wir das auf jeden Fall. So, und das käme jetzt hier irgendwo. Da leitet es mich aber auch rein. Normalerweise. Ich hatte jetzt eine blaue Linie erwartet, die mich reinleitet. So. Boxenstopp läuft automatisch. Nee, er fährt ganz rein. Okay. Mir hat ein bisschen die Zeitanzeige gefehlt, wie viel ich noch hatte. Als ich auf der Strecke war, habe ich das irgendwie nicht gesehen. So, jetzt werde ich es aber gleich sehen. Ah, noch 9 Minuten. Okay, ich kann noch alles schaffen. Auf jeden Fall kriege ich jetzt neue Reifen. Ach, Schnellsetup kann ich nicht mehr auswählen. Ja, dann gehen wir einfach wieder rein. Wir sind bereit. So, also DRS und KERS habe ich erklärt. Kameradperspektive habe ich erklärt. Ja, wie gesagt, dann gibt es eben noch die Benzinmischung, die ich auswählen kann. Das wird auch nochmal so eine Herausforderung, aber erst wenn ich alles andere beherrsche, fürchte ich. Ja, und dann kann ich auch noch die, wenn ich die Reifen wechsle. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich früher pushen können, wenn sie mal auf Temperatur sind. Ja, dann kann ich noch, vor dem Boxenstopp, kann ich irgendwie auch noch die Reifen auswählen. Aber das erklärt man mir vielleicht auch noch alles. Ich würde sagen, jetzt konzentriere ich mich mal auf eine Runde. Ah, vielleicht sollte ich nicht so ganz über den Rand fahren. So eine Runde fühlt sich erst richtig gut an, wenn man die Kurven wirklich butterweich bekommt, aber da bin ich noch ein paar Meilen von entfernt.
Dabei sollte ich dankbar sein, dass mir schon so schön die Ideallinie angezeigt wird. Es sieht vielleicht auch ein bisschen leichter aus, als es ist. Ja, also wenn ich mein eigenes... Okay. Wenn ich mein eigenes Video sehen müsste, was ich irgendwann tue, dann werde ich wahrscheinlich selber denken, was für ein Fail. Aber man muss ja auch seinem Namen alle Ehre machen. So, warum ziehen die jetzt alle an mir vorbei? So schlecht bin ich doch gerade gar nicht. So, jetzt schön aus der ersten Kurve raus, beziehungsweise aus der nullten Kurve raus. Dann geht das vielleicht. Ein bisschen Kers reindrücken, DRS offen. Mal kurz in den Rückspiegel gucken. Nee, das ist nicht der Rückspiegel. So. Wird irgendwie nicht besser. Mal gucken, ob wir jetzt hier was drehen können. So, jetzt habe ich doch schon mal jemanden überholt. Ah, gut, da immer noch ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber mich selbst habe ich doch jetzt schon mal um Längen geschlagen. Also wenn ich die Runde halte, dürfte doch wohl was möglich sein. Oh, no, 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 no. Das ist natürlich auch immer so die Krux. Man kann ja eine Runde noch so gut machen, wenn einmal der Wurm drin ist an nur einer Stelle. Dann reicht es ja auch schon wieder zum Versagen. Also die Kurve hat es mir angetan. Die ist irgendwie Mist. Du verlierst eine Menge Zeit in den Sektoren 1 und 3. Sektor 2 ist okay. Tja, brauchst du mir eigentlich nicht sagen. Ich habe noch genug Probleme. Noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. So, das lief besser, nicht optimal, aber besser als vorher. Auf jeden Fall. Und komm jetzt. Irgendwas unter 20 wäre mal schön. Du liegst in allen Sektoren hinter dem Soll. Ganz besonders in den Sektoren 2 und 3. Oh, war ich das, was hier liegt? Gut, ich muss ja immerhin nur 12. werden. Ich habe jetzt keine allzu hohen Ziele, aber trotzdem. Es scheint alles schon schwer genug zu sein. Man muss halt es wirklich schaffen. Oh, Jetzt nehme ich mal eine Rückblende, jetzt reicht's. Man muss es schaffen, in den Kurven viel Schwung mitzunehmen. So, da verstellt sich immer wieder die Perspektive. So, jetzt können wir hier zu einer Stelle spulen, wo wir es versaut haben. Da gibt es bei mir genug. Und dann steigen wir da wieder ein. Das Ganze können wir dreimal machen.
Hätte ich vielleicht für die perfekte Runde schon mal vorher machen sollen. Aber ja, was willst du machen? Noch 3 Minuten. Tja. Viel Glück, Spielsatz-Fail, viel Glück. Ja, noch nicht mal 2 Runden, verdammt. Könnte jetzt hier schon das letzte sein. Ah. Ah. Ja, das wird's dann auch nicht. Ah. Als ich diese erste Folge hier anfing, ahnte ich nicht, wie schlimm es werden würde. Ich glaube, das wird ein Let's Play für Sadisten. Aber wie gesagt, findet ja sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also, es werden nicht viele Leute genießen und es werden noch weniger Leute sich beschweren. Hat doch auch was für sich. Ach, ich darf ja die Runde, die ich angefangen habe, noch zu Ende fahren. Das heißt, eine letzte Chance. Eine letzte Chance. Komm noch nicht mal einen Platz höher von der 18. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann es denn so schlimm sein? So, jetzt der perfekte Run. Haha. Noch 30 Sekunden. Nichts leichter als das. Ah. Paul ist im Moment auf Platz 7. Irgendwas hört sich da komisch an. Ich glaube, mir geht das Benzin aus. Dafür kann ich doch jetzt aber wirklich nichts. Ah, super. Ah ja, hier ist die Sache mit dem Benzin. Tja, schade. Hätten sie es mir mal umgestellt. Ich glaube, gleich bleibe ich stehen. Ich halte jetzt übrigens gerade... Oh! Vollgas. Wie man sieht. Super Sache. Gut. Wer will schon den 12. Platz? Das war ja auch viel zu viel gewollt. Es lag am Auto. Es lag am Auto. Ganz klar lag es am Auto. Anders ist doch das hier nicht erklärbar. Das ist doch alles Schiebung. Die Oma fährt jetzt mal gemütlich nach Hause. Hätte ich auch in die Box fahren können. Vollgas! Der ist auf. Jetzt ist noch alles drin. Ja. Die Session ist vorbei. Platz 18.
Nicht das erwartete Ergebnis, aber vielleicht können wir uns morgen verbessern. Naja, nicht das erwartete Ergebnis. Also, man darf auch nicht immer so kritisch sein, ja? Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. So, wir haben Platz 18. Das ist doch super. Eine Schande. Da fehlen mir die Worte. Mein Renningenieur ist auch verzweifelt. Aber er tröstet mich. Naja, was soll's. So, eigentlich sind wir damit für die erste Folge durch. Wie gesagt, in der nächsten würde dann das Rennen kommen. Ich würde ja sagen, es kann nur besser werden, aber ich will nicht zu viel versprechen. Deswegen, ja. Sind wir jetzt im Rennen? Boah, sieht man hier gar nicht, oder? 15 Runden, da sieht man es schon. Also aus über 50 Runden macht man 15 Runden, aber das ist vielleicht auch ganz gut, um das Elend ein bisschen zu begrenzen. Und prompt hängt sich das Spiel auf. Ich sage, wer so tapfer ist, bis zum nächsten Mal. Tschüss.